Auf dem Münchner Oktoberfest sind bei einem Zusammenstoß zweier Achterbahnwaggons der Attraktion Höllenblitz 10 Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei sperrte das Fahrgeschäft. Achterbahnbetreiber Wilhelm Ottens spricht gegenüber Focus Online von einer leichten Kollision. Grund dafür sei ein Motordefekt gewesen. Dadurch habe der Zug im Bahnhof nicht mehr den Vortrieb erhalten, den er haben sollte, und habe stattdessen zurückgesetzt, als ein zweiter Zug gerade einfuhr. Der Einstieg war abgeschlossen, alle waren mit Bügeln gesichert, betont Ottens. Alle Fahrgäste seien ohne offensichtliche Verletzungen und selbstständig ausgestiegen. Der Unfall und die Ursache des Motordefekts solle nun mit dem TÜV aufgearbeitet werden, sagt Höllenblitzbetreiber Ottens. Laut Website hat das Familienunternehmen rund 8 Millionen Euro in das 600-Tonnen-Fahrgeschäft investiert. Der Unfall ereignete sich am ersten Wiesentag kurz nach 22 Uhr, nur rund 10 Stunden nach dem Anstich und damit dem offiziellen Start des Volksfestes.